Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Totality. Ja, beim letzten Mal haben wir die bösen Zwillinge kennengelernt, die wirklich böse sind. Und die haben gerade das Gehirn gestohlen, ich bitte euch. Naja, in diesem Part mal schauen, wo ist Cortex hin? Bam! Und Aiming, Skillshot! Ich liebe es einfach. Warum kommen wir hier nochmal? Es macht voll keinen Sinn. Oder? Nein, das macht es nicht. Ich bin interessiert. Das möchte ich doch jetzt mal kurz nachschauen. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus, okay. What the fuck? Komme ich dann nicht irgendwie her oder so? Nein. Cool. Das konnte noch nicht mal ich. Haha, geil. Moins. Zack. Ach, schade, das war. Oh nein, 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 das war es anscheinend noch nicht. Mal schauen, was. Mann! Aber ich nehme schon. Wo bin ich denn hier? Aha. Unsichtbar. Ja, wollen wir jetzt zurück? Weil. Cortex und so. Ah, die Musik ist einfach göttlich im Crash für Insanity, muss ich sagen. Naja, andere Richtung. So, die bösen Zwillinge wollen unsere Insel vernichten. Nochmal zusammenfassen. Nachdem Cortex uns wieder einmal nicht vernichten konnte. What the fuck? Ja, okay. Also zusammenfassend, wir müssen die bösen Zwillinge aufhalten, mit denen unsere Inseln zerstören wollen. Und das finden wir nicht so lustig. Oh nein, nein, das finden wir überhaupt nicht lustig. Aus diesem Grund werden wir sie aufhalten. Und das Huhn? Bumm? Ob ich dieses Sound liebe. Oh Mann! Könntest du. Du dummes Huhn! So. Hallo? Oh. Hallo, wie können Hühner eigentlich so dumm sein? Ey, ist der Hammer. So, finde ich seine Inseln sind nur ein einziger. Das finde ich sehr nice. Habe ich aber wahrscheinlich verpasst, wie ich mich kenne. Friss das! Komm her! Kommt her, ihr scheiß Hühner! Bam! Batz, batz! Oh, sind denn noch welche? Haha! 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 Bam! Hallo? Bam? Hallo? Fick dich. So. Jetzt sind wir hier oben. Und eine Mine. Wow, geil. Oh. Wir haben eine Stelle, die im Spiel mich irgendwie ziemlich abnervt, weil die ist so unnötig. Oder kommt jetzt schon? Ja, die müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Dum, 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 dum. Timing 0. Timing kann man jetzt nicht sagen, aber gezielte Sprünge sind bei mir irgendwie. Naja, ihr habt's ja, ihr kennt mich ja schlecht. Moins! Nom nom nom. Fett Crash eigentlich sein muss, wenn die ganze Äpfel in sich reinmampft. Nom. Nom, 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 nom. Oh nein. Ah nein, das. Nein, der Paar kommt noch nicht. Das finde ich jetzt ziemlich cool sogar, muss ich sagen. Hey Cortex, was geht ab, Alter? Du musst mir helfen, Crash. Du hast es gehört, sie wollen unsere Heimatinsel zerstören. Euch die Hühner so egoistisch ist. Und mein Gehirn stehlen.
Ich beneide die Ureinwohner um ihr einfaches Leben. Wie sie in Harmonie mit der Natur leben. Die edlen Eber, wow. Die einfachen Bienen. Ja, Cortex hat jetzt, ist halt beliebt geworden. Das hält halt den Kopf nicht aus. Nein, also, die Bienen machen ihm halt das Leben jetzt zur Hölle. Es wird auch noch witziger, muss ich sagen. Und wir müssen natürlich für den Weg frei machen, wie es da unten schon steht. Sonst geht er drauf und wir brauchen den ja. Ist eine ganz witzig. Also, ich sag's mal so. Wir würden ohne ihn nicht weiterkommen und er ohne uns auch nicht. Das ist das Witzige. Also, du bist abhängig voneinander. Das mag ich irgendwie. Wow. Wow. Nein. Oh. Es gibt nämlich auch Dinger, die dann nicht so lange unten bleiben. Und das kann wehtun. Oh mein Gott. Bots. Und den ganzen Bienenstock ins Gesicht. Dum, dum. Also Cortex kann uns echt, kann echt froh sein, dass er uns hat. Übrigens, für die, die es schon gedacht haben, wir werden auch nur mit Cortex spielen, ja. Die Passagen sind cool. Nein! Ich bin gestorben. Ja, und nach jeder solcher Passage auffällt, irgendwie hat er genau eine Ausfüllung für seinen Mund. Wie cool. Ja, die Musik. Episch. Bam! So, die Urnebrunner, die werden aber auch nicht so unwichtig, könnte man sagen, von Anfang auf jeden Fall. Zack. Frisst das. Und ihr seht, wir brauchen ihn wieder. Schwupp. Nein! Nein! Er war doch schon drüber. Meine Fresse. Okay. Fail zu. Schwupp. So, es gibt noch einen dritten Teil dieser Passage. Ja, ich sage bestimmt Passage, weil es nicht die einzige ist. So, danke, dass auch mit der Baum umfällt. Oh, Mann! Echt hier. Ist ja unmöglich. Zack. Sehr schön. Boing. Ach, das läuft doch wieder so. Tot. Okay, Cortex. Dafür lasse ich dich jetzt auch am Leben. Mann, bin ich nett. Oh. Das hat vielleicht nicht Totentore. Ja. Wir werden auch noch sehen, warum. Oh mein Gott, der auf Honig scharf ist. Man könnte jetzt sagen, das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Cortex hat jetzt echt einen Grund zum Schreien. Der ist tot, wenn er Bär ihn kriegt. Übrigens, den Bär kann man nicht töten. Nein, so schön ist der Bär, doch pass auf. Wer ist unbesiegbar? Invincible. Nur wir können so weit rausgehen, wie es geht, aber an einem bestimmten Punkt geht es natürlich nicht weiter. So, sehr schön. Oh oh. Was so viel heißt? Mitnehmen. Scheiße, jetzt habe ich eingeboren in Cortex. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen ihn wieder retten. Weil er so ein dreckiger Versager ist und nicht selbst ist. So, jetzt kommt eine Stelle, wo ich mir denke, warum? Warum? Voll auf den Arsch. Zack. Ja, wir müssen, macht Crash keinen Körper. Das weiß er noch. Das ist so unnütz, pass mal auf. Also geht, das Boot ist nicht unnütz, das ist bootig. Vor allem der Strudel. Krass. Kann sowas doch das hier mal nicht. Wir stecken uns hier lieber mal. Wenn der uns sieht, dann sind wir instant death.
Immer wenn der schaut, sind wir eigentlich tot, wenn er Musik. Und ohne. Die Geräusche dazu auch noch. So dumm. Ich frag mich echt, wie blind sind die Typen eigentlich? Ah. Zack. Boah. Zack. Wow. Verstecken. Die Musik cool. Muss mal aufpassen. Direkt vor euch sozusagen. Nein! Baum kracht volle Wucht auf. Und ihr seht's und hört das nicht. Weil wenn man es hört, dann denkt man sich, wer ist denn da? Nun erstmal alles abknallen und. Ist klar, Mann. Nein! Ich bin schon wieder tot. Zack, zack, zack. Genau. Was passiert, wenn er uns sieht und dann sind wir tot? Das kann man nichts machen. Zack. Und ich hasse die. Es kommt nämlich nochmal vor und ich hasse es. Es nervt einfach nur. Ist das nicht irgendwie lustig und cool oder so, weil man da richtig schnell reagieren muss oder so? Nein, es nervt einfach. Pass mal auf. Komm später nochmal. Und ich sehe da keinen Sinn drin, ganz ehrlich. Der Baum fällt um. Oh, scheiß drauf. So. Jetzt können wir uns noch im Boot verstecken. Oh Gott. Nein! Ich hab mich doch geduckt. Fick dich. Crash, bitte bleib unten. Wie bei Jurassic Park oder was? Ist ja schlimm. Ja, natürlich. Habt ihr gesehen? Kein einziger Schwert ihn getroffen, aber trotzdem ist Crash abgekackt. Oh Gott, bitte Crash, bleib unten. Oh Gott. Oh mein Gott, wir haben Schweine. Die edlen Eber. Direkt von dem Typen springt so ein Blütentier vorbei und er. Scheiß doch der Hund drauf. Wow. Abwarten. Nein. Oh, ist gut, Alter. Zack. Und ich empfehle euch, man kann auch zwei nehmen, aber es ist mir immer so ein bisschen zu riskant, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Und weggebombt. Zack, zack, zack. Geschafft. Cool. Du kannst nicht instant kill. Zack. Die Musik ist so sinnlos. Yo! Ich auf die Sanity und die Tür und Oberbuhu noch. Ja, ich sag mal, es nicht so viel ein wie geht. Bäm! Ja, jetzt kommt erstmal der noch. Weggepumpt! Muss mal aufpassen, wir müssen jetzt genau da durchschießen, so. Shit. Wir müssen da genau treffen. Das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Hallo? Ja, natürlich. Fail. Mich verarschen? Der wäre schon schön gekommen, aber. So, könntest du dann mal. Warte. Ah, knapp. So, bitte erneuter Spawn. Dann würde ich dich gerne mal so schießen. Zack.
Nein, so knapp. Spast? Spast? Hallo? Ich will den Stein wieder. Hallo? Ja, natürlich. Und hier ist noch ein Stein. Jetzt mache ich mal was anderes. Was extrem cool ist. Das hat so gut funktioniert. Oh Gott. Ihr seht, haben wir ihn abgestaubt. Und uns fehlen nur noch drei. Wo kriegen wir die wohl? Auf jeden Fall haben wir ihn. Tot. Hui. 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 Wow, das war jetzt extrem anspruchsvoll. Mal voll aufgefuscht, bevor wir hier reinkommen. Das Dorf, so. Mein Gott! Deswegen heißt das Totentoverbuchu und um seinen Energiekristall. Den wollen wir natürlich haben. Und da brauchen wir diesen Wurm. Egal. So. Erstmal möchte ich den Weg freiräumen, weil das ist wichtig, finde ich. So, hier kann man wie viele nochmal abstauben? Ich glaube zwei. Einen habe ich verpasst. Oh Mann. So, ich möchte mal bitte hier so voll ins Gesicht kriegen, genau. Eigentlich nicht. Nein! Oh, Mann! Ich möchte da bitte hoch, Mann. So, danke. Ja, genau, ich möchte hier rüber. So, die Dächer müssen wir jetzt nutzen. Und aufpassen. Diese Stacheln töten euch schon, keine Angst. So, doppelt abgeräumt. Warte, wie war das nochmal? Ach, die Schweinchen da. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen da jetzt nochmal hoch. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich schau lieber mal. Ja, genau, wir müssen da nochmal hoch. Hier nochmal drin. Ach, da ist der Anführer, den sieht mich jetzt im Scheiß. Wir wollen hier rüber. Genau. Ja, genau. Hurray! Und wir haben fast alle angesagt. Müssen wir mal kurz was schauen. Fuck, ich war eigentlich wieder rüber, aber egal. Wir können auch so schnell hochlaufen. Erneut, bevor wir den Weg freimachen für den Würm. Ich bin jetzt nicht zu dem Captain da hier, da war ich mir getraut, weil ich dachte, das wäre so ein Instant-Kill-Moment. Mal schauen. Hey du. Okay, cool. Boah, das war jetzt extrem krass. So, ich möchte hier runter. So, ich beschreibe euch schon mal den Weg. Also er fährt hier rüber. Und dann gräbt er sich hier rüber. Dem noch. Und haben wir ihn wieder auf die Fresse. Denn kommt er nicht hier raus, aber trotzdem killen wir die mal. Dann kommt er hier vorbei, auf jeden Fall. Wurden sie hier hoch? Warte. Jetzt muss ich mal reinschauen. Man kann ja nie wissen. Buddelt sich hier durch, kommt hier an. Dann schicken wir ihn auf die andere Seite. Wieder. Das muss. Wirklich. Wir sterben, Bastard. Leute. Leck mich. Können wir auch schon mal killen.
Den ganzen dreckigen Eingeborenen müssen wir aufstellen. Wie es bei Anno der Fall ist. Hast du gerade Heia gesagt, du Spaß? Sterben. Also, ich habe keinen Bock nochmal zu sterben. Diesen Vorbereitungsscheiße, die ich immer mache, den dürfen wir danach nochmal machen, wenn wir sterben. Was? Sorge, sterben. Ich muss da ja eh nochmal vorbei. So. Das war's dann. Nein! Leute. Das wird mir jetzt doch ein bisschen dämlich. Also, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mach ich es offscreen. Fick dich. Nein, ich schleife es jetzt nicht. Ich hab keinen Bock. Nein! Ich habe sowieso vor, ich nehme es eine Stunde auf, sag zwischendurch, nee, ich mach mir keinen Schnitt. Und dann spiele ich direkt weiter. Da habe ich keinen Bock drauf, also nee. Nehme ich eine Stunde auf, ist mir jetzt egal. Hm. Ich spann nicht ein. So, tschüss. Fatz. Oh, such a bam. Schön gemacht, oder, Leute? Ja, wunderbar. Nun, jetzt fragt, warum retten wir den nicht Cortex? Ich meine, er ist ja selbst schuld irgendwo, muss man schon sagen. Ich kenne ja die Story schon. Ja, er ist selbst schuld, aber wir sind nun mal Crash, wir sind nett. Was ich zwar nicht verstehe, warum Crash nett zu ihm ist, aber hey. Crash hat ja kein Gehirn. Das ist echt so, Crash hat kein Gehirn. Leute, so, pass mal auf. Ich dreh gleich durch. Weil. No, jetzt kommt das Weil. Ich das eigentlich kann. Auf Anhieb. Kann ich. Und ich sage jetzt mal ein Wort, das wird allen klar sein: Vorführeffekt. Dass man immer schlechter. Im Weiten. Wenn jetzt einige sagen werden, also Zuschauer. Ach komm, wie schlimm kann das schon sein? Mach es. Nimm was auf. Und kommentier das dazu. Gut kommentieren. Also kommentieren halt. Und zwar nicht zu knapp, das möchte ich ja nicht haben. Und dann vergleich das mit einem Video, wo du machst. Was? Super. Und dann vergleicht es mal mit einem Video, wo du nichts sagst, wo du einfach nur zockst. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, es ist ein riesiger Unterschied. Na egal. Genug vom harten Leben eines Let's Players, der sowieso keine Videoaufrufe bekommt. Ich denke, das Video sehen jetzt hier mindestens, bis es ein Jahr oben ist. Also wenn es ein Jahr oben ist, haben es vielleicht 20 Leute oder so gesehen, dann hat sich das schon. Zack. Ich würde jetzt da gerne mal rüberkommen. So. Oh, göttlich, da muss ich nochmal rüber. Alter! Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Actually, bleibt er nicht ewig in dem Loch. Wie man ja weiß. Bam! Batz. Er zeigt uns sogar schon, wo wir lang müssen. Geht aber nicht wieder zum Anfang zurück, wenn wir einmal nicht kriegen. Nein, er geht zum vorherigen Loch. Das wäre auch ziemlich mies, wenn. Sonst wären wir ziemlich im Arsch. Oh, gerade noch. Der wollte wahrscheinlich gerade verdüften, dieser Sack.
krass gerade. Wir müssen noch einmal darüber kicken. Und wir haben ihn erwischt. Wow. Batsch. Wir landen da. Cortex im Wasser. Und tschüss. Wackelt auch mit seinem Bauch. Das ist anscheinend eine Kriegserklärung. Ja, ich finde das so cool. Oh mein Gott! Wir werden verfolgt. Das ist jetzt immer noch Totentorobohu. Ach ja, genau, dann gibt's den letzten hier. Wir sollten uns nicht kriegen, wollte ich immer so anmerken. Das könnte ziemlich fatal enden. Genau, den meine ich. Den möchte ich haben, Mann. Danke! Und dann Totentorobohu, richtig? Fett. Fett, fertig. Nein! Okay, das war's mir wert. Ja, super. Also, wenn wir von Einwohnern verfolgt werden, weil wir ihn mit dem Bauch gewackelt haben. Scheinbar alle irgendwie zu denken, es war unser Arsch. Sind homosexuell und gehen jetzt darauf und ist keine Ahnung. Oder wie gesagt, es ist eine Kriegserklärung. Eine von beiden Sachen wird wohl stimmen. Und nun haben wir es geschafft. So, die Einwohner werden es erstmal nicht mehr nerven. Muss man so zu sagen. Oh. Ich frag mich, das war noch hundertprozentig Cortex, die diese ganze Scheiße hier gelegt hat. Oder? Ich wette. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir diesen Stress erstmal hinter uns. So, vielleicht dürfen wir die Grenze danach möchte ich gerne mal abbrechen. Zum Glück gibt es kein alle Kisten kaputt macht Dingen. Ja, genau. So, Leute, hier wird erstmal beendet. Hallo? Hier wird beendet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios.